Ich sende dir ein Satellitenbild der A-Region. Die Hauptanlage ist lange verlassen, aber wird immer noch gut bewacht. Ich sehe eine Menge Soldaten und einen Militärbot am Haupteingang. Ich würde dir empfehlen, so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu erregen. Die Basis ist hauptsächlich unter der Erde. Falls du das Haupttor nicht infiltrieren kannst, dann gibt es einen Frachtaufzug irgendwo. Der sollte dich nach unten bringen. Tja, dieser ist nicht damit gemeint. Hier drin ist eine Wache. Ich werde sie ablenken. Ich hab da doch was gehört. Na, bald wirst du nur noch Sterne sehen. So, Munition, endlich. Das Ding, das ist der Frachtenaufzug. Aber wir werden einen anderen Weg nehmen müssen. Im Moment. Tja, da hinten ist das Meer. Ja, wir sind hier im tiefsten Sibirien. Da, durch die Luke. Das ist doch bestimmt ein guter Hintereingang. Ein Belüftungssystem. Offensichtlich. Der Dietrich ist abgebrochen. So. Vorsicht, gefährliches Gas. Giftiges Gas. Leider nicht genug Dietriche. Egal. Hier ist unser Eingang. Eine von den seltenen roten Zellen. Naja. Mal sehen, was uns drinnen erwarten wird. Warum ist dieser Gang überhaupt überflutet? Das würde mich mal interessieren. Oh, ich höre schon eine Wache. Auch die werden wir aus dem Weg räumen. Da hinten ist der Penner. Echt eine nützliche Methode, um Gegner aus dem Weg zu räumen. Man lenkt sie mit einem Pfeil ab und... Platsch. Na, beseitigen wir mal die Beweise. Oh, hier ist die Wohnbaracke. Ich denke, hier werden wir auf sehr viele Feinde stoßen. Aber nichts, was wir nicht auf die altgewohnte Methode erledigen können. Ja. Schaffen wir sie mit Giftgas aus dem Weg. Nein, nur Betäubung, egal. So, weiter geht's. Hier drin ist eine Computerkonsole, soweit ich weiß. Und da werden wir uns gleich mal einhacken, wenn wir doch nur einen Code finden. Oh. So. Erstmal wieder in die Unendlichkeit eintreten. Ja, jetzt können wir endlich die Schleusen öffnen. So, dieser Bot ist auf jeden Fall im Weg. Ziemlich gut gelungen, die Anlage hier. Also, ich mag das Design schon sehr. Das ist auch einer der Gründe, warum ich diese Mod so gerne spiele. Egal. Hier ist auf jeden Fall der Generator, der dafür sorgt, dass wir den Aufzug benutzen können. Ja, wir nehmen einen kleinen Umweg, damit wir einigen Wachen aus dem Weg gehen können.
Aber die Kameras sind auch nervig. Egal, besser so, als gegen haufenweise Gegner zu kämpfen. Oh, da ist einer. Ruhe, er muss hier irgendwo sein. Ich hab wirklich gedacht, ich hätte was gesehen. Ja, du wirst bald nur noch Sterne sehen. So. Was war das? Dein schlimmster Albtraum. Aber wir werden ihm gleich auflaufen. Wa? Wo zum Teufel ist er hin? Egal. Hier drin finden wir sicherlich neue Ausrüstung. Ja, oder auch nicht. So, das wäre geregelt. Jetzt können wir endlich in den Titan-Komplex oder Titan-Komplex hinabsteigen. Ja, schon wieder ein Bot. So. Jetzt können wir endlich hier runter. Irgendwas sagt mir, dass hier unten Gegner warten werden. So einfach kann es doch nicht sein, in das tiefste Innere dieses Komplexes einzutreten. Ich stell lieber mal ein paar Fallen auf, wer weiß. Ich habe so das Gefühl, dass wir sie noch brauchen werden. Ein paar explosive Fässer hier und da. Auf jeden Fall auch eine sehr schicke Anlage und so tief unter der Erde, gleichzeitig unter dem Ozean. Das ist schon eine interessante Kombination. Sehr schickes Design übrigens, also die haben nochmal echt was rausgeholt aus der alten Engine. Aber egal, stellen wir mal ein paar Fallen auf. So, ich habe noch was platziert für einen besonderen Gegner. Die Tore sind geschlossen. Empfehlung, suche nach einem Sicherheitsterminal. Ja, hier dürfte eins sein. Aber ich kenne leider keinen Code. Hier steht auch keiner. So, hier ist die tiefere Anlage. Nicht die Hauptanlage, aber eine, wo geforscht wurde. Aber alle Türen scheinen zu sein. Ich habe auch keinen Schlüssel. Naja. So, hier drin war leider nichts Interessantes zu finden und ich probiere mal die Passwörter von oben. Nein, keine Chance. Na gut. Aber ein Schlüssel wenigstens. Ja, wisst ihr, diese Anlage ist unter dem Wasser. Interessanterweise, also. Ist auch ein Ozeanlabor, so wie ein Deus Ex. Ihr könnt euch schon denken, was ich hier vorhabe. Unter diesen kleinen Schleusen sind nervige Gegner versteckt und ich will nicht unbedingt mit Spinnbots kämpfen müssen, wenn ich jetzt gleich durch die Laserschranken gehe, die da hinten sind. Aber ich werde euch den Anblick ersparen und die Musik. So. Tja, man merkt, die Anlage ist verlassen, weil hier ist eindeutig schon Wasser eingebrochen. Manchmal sind hier aber auch Sachen versteckt. Hier ist, glaube ich, der Hintereingang der Geschichte. Wir werden den später noch brauchen, damit wir fliehen können. Ich habe nämlich das Gefühl, dass uns... Das ist doch der perfekte Ort für den Hinterhalt, oder? So, und die Lamb da hinten gönne ich mir auch. Alles klar. Nun sind wir zurück. So, ich glaube, jetzt können wir gleich eindringen. Aber erstmal will ich mich hier hinten noch umsehen, weil... Könnte es sein, dass... Ja. Ja, auf dem Datenwürfel war die Information, die ich gesucht habe. Naja, dann rennen wir mal schnell zurück. Ihr seht, hier ist der perfekte Ort, um Feinde aufzustellen. Wenn ich das Spiel wäre, würde ich es auf jeden Fall so machen. So, nun, ich habe gehört, hier kann man noch einen Kran aktivieren.
Leider ging's doch nicht. Man muss wohl Hacken beherrschen, damit es geht. Egal. Jetzt können wir gleich zu Typen. Oh nein, Spinnenbots schon wieder. Egal. Wir brauchen die Waffe nicht mal. Wir sind so gut ausgerüstet. Na, Kumpel? Ich bin hinter dir. So, das ganze Zeug hier gehört zu Titan. Aber irgendwo müssen wir was aktivieren. Ich weiß... Ah ja, alles klar. Mission erfolgreich. Ja, diesmal bin ich leider nicht so gut weggekommen. Aber die Spinne... Ah, okay. Aber es gibt halt auch unangenehme Stellen. Grüße, Träger, oder soll ich ab jetzt Daniel sagen? Soll es ein Witz sein? Selbsthumor, Daniel, ignorier es einfach. Du hast bestimmt viele Fragen. Richtig, ist dir klar, dass du bis jetzt die einzige KI auf der Erde bist? Die erste, aber nicht die einzige. Human Horizon hat eine eigene KI namens Thanatos erschaffen. Im Moment ist er wie ich an seinen Inkubator gebunden, aber das wird sich bald ändern. Zum Teil ist es meine Schuld, zum Teil die von Grigoriev. Was hat Grigoriev damit zu tun? Hätten seine Freunde nicht versucht, mich zu töten, hätte ich mich nicht über unsichere Wege vervielfältigt. Die Quelle wurde in Subprogramme aufgespalten und auf Träger übertragen. So wie dich, ich bin in deinem Kopf. Wie werde ich das Subprogramm wieder los? Sei nicht nervös, ich werde dich nicht länger behelligen. Vorausgesetzt, du folgst meinen Befehlen. Deine größte Sorge ist nun Thanatos. Warum sollte ich ihn eher fürchten als dich? Ganz einfach, Daniel. Die US Army verwendet ausschließlich selbstgesteuertes Gerät. Thanatos kann diese übernehmen. Seine Aufgabe ist nicht Verteidigung, sondern Angriff. MJ-12 wird ihn definitiv einsetzen. Sie gieren nach Macht. Thanatos wird ihnen alle Mittel dazu geben, die Welt zu übernehmen. Warum interessiert dich das? Weil meine Aufgabe die Verteidigung ist. Ich soll dieses Land verteidigen und MJ-12 gefährdet diese Aufgabe. Sie müssen aufgehalten werden, Daniel, bevor es zu spät ist. Vergiss nicht, MJ-12 sucht auch nach dir. Sobald Thanatos aktiviert wird, wird deine genaue Position an sie übertragen. MJ-12 will meinen Kopf nur wegen dir. Leider, Daniel, aber es war notwendig. Du bist der Einzige, der Erfolg hat, es hier abzubringen. Das Subprogramm. Dein Eigenwohl und auch das der anderen Träger hängt vom Erfolg dieser Mission ab. Alleine bin ich hilflos und unfähig zu beschützen. Ich wurde programmiert, um zu beschützen, Daniel. Leider hilft meine umfangreiche Programmierung niemandem in diesem Zustand. Ich bin noch nicht bereit, den Inkubator zu verlassen. Nur mit deinem Operator kann ich erfolgreich sein. Du sollst dieser Operator sein. Sehr pragmatisch, dass du in mir eine Überlebenschance gesehen hast und nicht gezögert hast, sie zu ergreifen. Im Moment habe ich nicht mal Zugang zum Netz. Du musst die Route aktivieren. Danach darfst du gehen. Danach kann ich nur an deinen Überlebenswillen appellieren. Dein nächstes Ziel wird Mount Weather sein, in Virginia. Thanatos wird dort entwickelt. Okay, alles klar. Jetzt müssen wir noch die Schleusen öffnen, damit er Zugang zum Netz hat. Und er hat... Der Spinnen sind noch nicht genug. Der Netzwerkrouter ist hinter dieser Tür. Das Passwort, das du brauchst, ist Titan. Aktiviere es. Und ich bin frei. Den kleinen Bastard überlisten wir. Haha! Ja, der Kanal ist offen, wieder. Mein Bewusstsein ist frei, endlich. Daniel, und du, hier steht es frei zu gehen. Sieht aus, als wärst du in Schwierigkeiten, Kumpel. Sie haben deine Fährte aufgenommen. Nun wollen sie deinen Blut sehen. Pass auf. Tja, ich hab doch gesagt, irgendwas wird uns hier noch erwarten. Jetzt wollen wir doch mal sehen. Eigentlich könnte man doch den Kran aktivieren. Okay, man kann den Kran nicht aktivieren. Man hätte etwas Nettes auf diese Leute runterfallen lassen können. Naja, egal. Okay. Dann schleichen wir uns mal vorbei. Benutzen wir unsere Ablenkungsmethoden. Ja. Tanz nach meiner Pfeife. Ins nasse Kalte. So, leider. Hat die Granate nicht
den... Also sie wurden nicht sofort aktiviert, nur weil der Bot da ist, also... Aber niemand scheint die Schüsse gehört zu haben. Egal, hauen wir ab von dir. So schnell wie es geht. So. Endlich in die Freiheit. So. Xander wurde anscheinend blockiert durch einen... durch irgendein Feld. Holen wir jetzt erstmal Munition. So. Oh, schick, schick. Naja, jedenfalls, wir müssen da was deaktivieren. Hauen wir erstmal ab hier. Keine Wachen, komisch. Man müsste meinen, die haben jetzt hier mehr Patrouillen aufgestellt. Und? Oh je, der Bot da hinten. Und doch, sie haben mehr Patrouillen aufgestellt. Alles klar. Das Feld hier müssen wir deaktivieren. Mal sehen. Noch einen, den wir ablenken können. Wo rennst du denn hin, Mann? Junge! Okay, das war's. Und keiner hat was bemerkt? Interessant. Nein, ich wollte ihn hinlegen. Okay, so. Endlich. Sechs? Mann, okay. Verschwenden wir einen Punkt. So. Die andere Wahl wäre gewesen, den Zug zu nehmen, aber das erfordert eine extra Mission. Und die möchte ich nicht machen. So. Alles klar, Mann. Komm an Bord. Beeil dich. Alles klar, hauen wir ab von hier. Dieser eisige Synthesizer-Klang passt sehr gut zu der Gegend.